Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Leverkusen im neuen Jahr zur ersten Pressekonferenz des Jahres 2019 Bundesliga. Auftaktspiel in der Bayer Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Ein tolles Spiel. Peter Boss, den ich natürlich hier auch ganz herzlich begrüße auf dem Podium. Nach den 2 Wochen Vorbereitung, relativ kurze Zeit, Peter, darf ich dich vielleicht vorab mal um ein kleines Fazit dieser Vorbereitung bitten. Und dann, wie du das Spiel angehen möchtest gegen Borussia. Ja, guten Tag erstmal an alle. Froh, dass ich da bin. 2 Wochen stimmt, das ist wie gesagt sehr kurz. Aber trotzdem, das wissen wir vorher. Deshalb haben wir versucht, die Zeit gut zu nutzen. Wir haben gut trainiert, hart trainiert. Wir haben versucht, auch unsere Spielweise an die Spieler so schnell wie möglich, dass die das kennen, bekannt zu machen. Und ja, wie gesagt, es macht Spaß, da zu sein und noch mehr Spaß, dass morgen das wieder anfängt, weil die Spiele, das sind doch immer das Beste, was man hat. Trainer ist schön, aber die Spiele, das ist das Schönste. Und deshalb bin ich froh, dass das morgen wieder anfängt. Ja, danke schön, Peter. Haben Sie Fragen? Okay. Philipp Seldorf, bitteschön. Fange ich mal an. Herr Boss, sagt man eigentlich Boss oder Bosch? Das ist vielleicht mal zur Klarstellung ganz nützlich. Ja, nein, Bosch. Also, Herr Bosch. Sie sind ja jetzt... holländisches Bosch. Boss. Wieder Boss, okay. Bosch. Ja, das passt doch. Ja, Sie sind jetzt 2 Wochen im Dienst quasi. Können Sie schon vielleicht irgendwie differenzieren, wie groß die Unterschiede zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sind, worin die sich für Sie in Ihrer Arbeit, in Ihrer täglichen Arbeit äußern? Ja, jeder Verein ist anders. Also das sind nicht meine einzigen 2 Vereine, wo ich gearbeitet habe. Und all diese Vereine, die sind unterschiedlich. Und das Wichtigste ist immer, dass die Menschen machen einen Verein. Und hier arbeiten andere Menschen wie in Dortmund oder wie in Amsterdam. Deshalb ist das anders. Aber es ist auch Fußball. Wir müssen auch trainieren. Wir haben unsere Woche, unsere Abläufe. Und das ist alles das Gleiche. Und ja, auch die Spieler, klar, das sind auch andere Spieler. Aber am Ende sind das Fußballspieler. Und wir versuchen, diese Spieler zu entwickeln und auch unsere Spielweise zu entwickeln. Das wollen wir zusammentun. Deshalb sind da auch wieder Sachen, die das Gleiche sind. Marco Wiefel. Sie sprachen gerade davon, die Spielweise gemeinsam zu entwickeln. Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es da was Sie vorschlagen, erst in der Theorie mit den Spielern besprechen? Inwiefern beziehen Sie die Spieler und deren Meinung auch dahingehend ein? Also wenn man guckt nach einer Spielweise, ist das Wichtigste, welche Spieler zur Verfügung stehen. Man kann nicht bei jedem Verein mit unterschiedlichen Spielern die gleiche Spielweise haben. Aber das werden nur Details sein, weil am Anfang haben wir mit dem Verein gesprochen und Bayern 04 Leverkusen will gerne offensives, attraktives, dominantes Fußball spielen. Und deshalb haben die gefragt, ob an mich, um hier Trainer zu sein. Aber meine Aufgabe ist es auch, gut zu gucken nach die Spieler und die Strategie zu machen. Bitte schön, Herr Monin. Wie viel von dem, was Sie von Ihrer Mannschaft sehen wollen, werden wir denn schon gegen Gladbach sehen können? Also wie viel hat die Mannschaft schon in der kurzen Zeit verstanden und aufgenommen? Ja, das werden wir morgen sehen. Ja, das ist immer, das Spiel ist immer so das Endresultat von was man übt in die Woche. Und ja, das werden wir morgen sehen. Also ich habe schon gesagt, 2 Wochen ist nicht viel. Wenn wir morgen 8-0 gewinnen, ist das nicht, weil ich das super gemacht habe. Das ist, weil wir gute Spieler haben. Also das ist auch deutlich, dass das noch nicht in 2 Wochen alles da sein soll. Aber also die Spieler vorher haben schon mit Hoge Schmidt gearbeitet. Das ist so eine ähnliche Spielweise, die ich auch vorstehe. Deshalb haben viele Spieler schon damit gearbeitet und die kennen sich schon diese Spielweise aus. Marco Wiefel.
Bayer Leverkusen hat sich in der Vergangenheit oder in der jungen Vergangenheit auch mit diversen Trainern an dieser Thematik Konstanz abgearbeitet. Wie gehen Sie so eine, in Anführungszeichen, Problematik an? Weil Leverkusen bekanntermaßen Konstanz auf hohem Niveau ja schwer erreicht, zumindest in den vergangenen Jahren. Aber das ist auch vielleicht das Schwierigste im Fußball, Konstanz. Vor allen Dingen, wenn man auch mit jungen Spielern arbeitet. Junge Spieler, da wissen wir, die können mal sehr gut spielen und eine Woche später ist das nicht gut, weil die müssen noch die Erfahrung bekommen, was man braucht, um konstant zu spielen. Also das ist nicht einfach. Deshalb sind auch Spieler wie Ronaldo, Messi, das ist unglaublich, dass die vor so viele Jahre jede Saison wieder diese Konstanz haben und oben sind. Deshalb sind das auch Topspieler. Und wir versuchen, unsere Spieler zu entwickeln. Und eine von diesen Sachen, die wir entwickeln müssen, ist, dass die Spieler konstant sind. Sebastian Bergmann. Herr Bosch, sowohl für Ihr Team als auch Mönchengladbach ist morgen das erste Pflichtspiel des neuen Jahres. Mit was für einer Partie rechnen Sie? Und vielleicht gibt es noch irgendwelche Updates zum Personalstand. Also ich erwarte ein sehr interessantes und attraktives Spiel. Gladbach macht sehr gut. Das haben wir gesehen in die heißt das, Rückrunde? Ja, das war sehr, sehr gut, was ich da... Hinrunde. Rückrunde kommt jetzt. Hinrunde. Also ich gehe sehr schnell. Ich hoffe, dass die Spieler auch so schnell spielen morgen. Die haben sehr gut gespielt, das hat man gesehen. Ganz deutlich, wie die spielen, das wissen wir auch. Mit guten Spielern, guten Einzelspielern. Aber die haben wir auch. Und deshalb erwarte ich auch morgen ein sehr interessantes, aber auch attraktives Spiel. Und zum Personal kann ich sagen, ja, wir haben zwei langfristig Verletzten, Panos und Joel. Die sind wieder auf dem Wege zurück. Also das dauert noch einiges. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie viele Wochen das noch ist, aber die sind wirklich gut dran. Die trainieren immer noch alleine. Aber die kommen wieder zurück. Und sonst sind alle Spieler da. Philipp Ahrens. Sie haben ja gegen Gladbach als Dortmund-Trainer Ihren höchsten Sieg in der Bundesliga errungen, 6:1. Denkt man da so manchmal so ein bisschen dran, wenn man, ja, erstes Spiel jetzt direkt wieder gegen Gladbach? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe noch nicht so viele Spiele in der Bundesliga, hä? Deshalb ist das vielleicht nur 6:1, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Das, klar, das war damals ein gutes Spiel von uns, aber das sind verschiedene Mannschaften. Auch bei Gladbach hat sich einiges geändert. Ich weiß, im Fußball kann man nicht darauf verzichten, dass das wieder so geht. Das gibt es nicht. Philipp Seldorf. Welches Bild hatten Sie von Bayer Leverkusen, bevor Sie hierher kamen? Sie sind ja, haben ja hier noch nicht gearbeitet, auch in der Bundesliga noch nicht lange gearbeitet. Was für einen Eindruck hatten Sie von dem Verein in früheren Tagen? Also immer gute Spieler. Das ist das Erste, was ich gedacht habe, wenn vor 1,5 Jahren ich das erste Mal mit Bayer Leverkusen gesprochen habe. Also die Zeit, dass da sehr viele gute Südamerikaner waren, gute Spieler, immer oben Spiele in Bundesliga attraktiv gespielt haben. Auch die Trainer, die damals da waren, das waren für mich immer interessante Trainer. Also ja, ein sehr positives Bild, muss ich sagen. Philipp Ahrens. Sie haben ja vor 2 Wochen gesagt, ja, ich freue mich hier zu sein. Wie ist denn der Eindruck nach 2 Wochen? Ist das, ja, war die richtige Entscheidung? Ja, jetzt ist ja, klar, immer noch. Aber ich weiß auch im Fußball, wie das ist. Also die erste Woche, das sind, wie sagen in Holland, die Heiratswochen, wo man immer noch, alles ist super, alles ist, aber jetzt fangen die Spiele an. Und dann werden auch die ersten Spieler enttäuscht sein, dass die vielleicht nicht anfangen, vielleicht nicht im Kader sind. Vielleicht mal die Resultate, die auch negativ sein können. Also dann wird es bestimmt etwas anders. Aber ich muss sagen, die erste Woche, die war sehr gut. Nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit dem Staff. Da sind richtig qualitativ hohe Menschen, die hier arbeiten. Und das ist auch, was ich spüre in die ganze Verein, dass
Alle wollen hoch, alle wollen Topfußball spielen. Die unterstützen mich wirklich, wie ein Cheftrainer das braucht. Also ich bin sehr zufrieden. Waren das Ihre Fragen? Philipp Seldorf. Frage ich nochmal rückblickend. Was haben Sie gemacht in diesem einen Jahr, in dem Sie nicht gearbeitet haben? Hatten Sie einen Fahrplan irgendwie oder haben Sie sich erholt? Viel geschlafen, stimmt, erholt, aber auch sehr viel Fußball geguckt. Meistens zu Hause, weil wenn man in ein Stadion geht, dann sieht man nur ein Spiel, dann kann man das besser sehen, absolut, aber nur ein Spiel. Wenn man zu Hause bleibt, dann kann man einen Tag 4, 5 Spiele sich anschauen. Und das ist, was ich gemacht habe. Fast jeden Tag viele Spiele gesehen, aber auch mit Kollegen gesprochen. Ich bin im Ausland gewesen bei Kollegen, weil wenn man so wie jetzt wieder arbeitet, dann hat man keine Zeit. Dann ist man von morgens früh bis abends spät, ist man beschäftigt mit den Spielen, mit alles hier. Und dann hat man keine Zeit und die Zeit habe ich genützt. Philipp Ahrens. Können Sie vielleicht nochmal sagen, wo genau Sie im Ausland waren und sich ein bisschen umgeschaut haben? Oder ist das jetzt ein Geheimnis? Ja, nicht ein Geheimnis, aber in England, in Dänemark, in also andere Länder, aber auch in Holland mit Menschen gesprochen. Trainer, alte Trainer, interessante Trainer. Gut, ich glaube, das waren Ihre Fragen, das waren unsere Antworten. Wir freuen uns auf ein, wie sagst du, Peter, sicherlich sehr interessantes Spiel morgen gegen Gladbach. Es wird eine ausverkaufte Bayer-Arena erwartet, allerdings an den Tageskassen und dem Vorverkauf ist noch ein bisschen was möglich. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Bis dann.